Extraordinary Dogs wird Ihnen präsentiert von Eukanuba. Wenn sie laufen, berühren die Huskies immer mit mindestens einer Pfote den Boden. Andere Hunde wie Windhunde haben dagegen zeitweise überhaupt keinen Bodenkontakt beim Laufen. Daher sind sie zum Lastenziehen nicht geeignet. Der Körperbau eines Huskies ist ganz auf Geschwindigkeit ausgelegt. Auf langen Strecken sind Schlittenhunde sogar die schnellsten Landsäugetiere überhaupt. Das ist auch kein Wunder. Schließlich ziehen Huskies schon seit über 5000 Jahren die Schlitten der Menschen durch die eisigen Regionen der Erde. Kurz vor dem 10-tägigen Marathon kümmern sich Radek und Mel noch einmal intensiv um ihre Hunde. Natürlich will man gewinnen. Aber ich achte auch immer darauf, dass es meinen Hunden gut geht. Ihnen gilt meine größte Sorge während des Rennens. Wir haben uns gut vorbereitet, auf die Geschwindigkeit, auf die Distanz. Aber es gibt immer Dinge, die man nicht planen kann. Während des Rennens erreichen die Hundegespanne Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 30 Kilometern pro Stunde. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ziehen sie den ganzen Tag bis in die Nacht hinein Lasten von mehr als 100 Kilogramm. Eine Leistung, zu der kein Mensch fähig wäre. Sich physisch auf La Grande Odyssée vorzubereiten, die rund 1000 Kilometer lang ist, bedeutet 3.000 bis 4.000 Kilometer Training. Nach 10 Tagen und 10 kräftezehrenden Etappen kommt der Sieger Miloš Gondas über die Ziellinie. Er konnte den Tschechen Radek nur schlagen, weil er aus Rücksicht auf seine Hunde die letzte Etappe nicht beendete. Auch Mel war gezwungen, mit ihrem Gespann nach dem ersten Drittel des Rennens aufzugeben. Unbeirrt von den Bedingungen, die diesmal so hart waren wie nie zuvor, will sie im nächsten Jahr wiederkommen. Schlittenhunde lieben das Laufen. Sie haben es im Blut und wollen es um nichts in der Welt missen. Sie wollen draußen im Freien sein, die Wildnis erkunden und laufen. Ich finde es toll, rauszugehen, so etwas mit den Hunden machen zu können und zu sehen, wie viel Spaß sie daran haben.